Research Library Podcast, ein Podcast der Universitätsbibliothek. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Research Library Podcast. Mein Name ist Martin Gasterner. In der heutigen Ausgabe zu Gast Barbara Eder. Sie studierte Soziologie, Philosophie und Informationstechnologie und ist freie Autorin und Journalistin und zudem Lehrbeauftragte in Wien und Berlin. Das Denken der Maschine. Barbara Eder hat heuer ein Buch vorgelegt, und zwar im Mandelbaum Verlag, das den Untertitel Marx, Mumford und Simondon trägt. Wie wurden Maschinen von Marx, Mumford und Simondon gedacht? Aber auch vielleicht die implizite Frage, was sind die Maschinen heute und wie sehr sind sie imstande, selbst zu denken? Im folgenden Gespräch habe ich versucht, diese Fragen zu klären. Dazu wünsche ich Ihnen und euch viel Vergnügen beim Zuhören. Darf ich kurz so weit gehen und dich fragen, weil du vor dir dein Buch aufgeklappt hast? Ja. Begibst du dich dann in deinen Denkraum hinein mit so einer Skizze oder was ist das, was repräsentiert das für dich? Als du das aufgeklappt hast, hast du ein Stück weit Freiheit gewonnen. Interessant. Es ist tatsächlich handgeschrieben, diese Notizen, angeblich so chiffriert von der Form her, dass es auch niemand anderer lesen kann. Okay. Ich habe da anscheinend eine Art Handschriftskryptographie eingebaut in das Ganze. Ja, man hat mich auch nie für meine Handschrift gelobt, da haben wir was gemeinsam. Das ist keine Weberei und kein Webdesign, sondern tatsächlich das, was die Hand manchmal im sehr ermüdeten Zustand gerade noch aufs Papier kritzeln kann. Das sind teilweise auch offen gebliebene Fragen, wo ich keine Antwort darauf habe. Vielleicht auch so Skizzen zu möglichen, was noch weitergeführt werden würde. Ich wollte ja immer sehr gerne eine Geschichte des Mausarms schreiben, wie sozusagen die Krankheiten der Köpfe und der Körper, wie es bei Kant so schön heißt, durch einen bestimmten Maschinengebrauch vervielfältigt werden. Hier habe ich gerade die ersten Skizzen zu einer Auslagerung der Hand an die Maus und dem, was das in dem Verhältnis bewirken könnte. Hat ein Bild von Giovanni Pintori am Cover und es ist ein Karren, der Buchstaben transportiert. Eigentlich ein Vorgriff auf die Methode, mit der Sprachverarbeitungsprogramme suggerieren, semantischen Sinn herzustellen. Letzten Endes operieren sie mit Wortketten, die über Wahrscheinlichkeiten miteinander verbunden sind. Letzten Endes ist Antizipation in dem Fall eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, oder ein probabilistisches Modell, was in einem Satz als nächstes folgen könnte. Das ist natürlich auch eine sehr intelligente, in der ganzen Tradition des Wiener Kreises stehende Bildpolitik. Es sind nie Maschinen, die sich verklären ließen, also im Sinne von etwas, was die prometheische Scham aktiviert, im Sinne von Günther Anders, sondern sie haben immer auch etwas leicht Verspieltes und wie man hier auch sieht, sie werden nie selbsttätig. Der Karren ist leicht gekippt, er kommt aber nie von selbst ins Rollen und die Botschaft, die er mit sich führt, die ist immer auch ein bisschen dadaistisch. Ich finde es besonders schön. Ich kannte ja die Geschichte mit Olivetti nicht, bin aber froh, eine Olivetti Studio 20 daheim stehen zu haben, die ich immer wieder anschlage und meine Handschrift war grauenhaft. Ja. Also für mich ist es immer die Erlösung gewesen, der Gedanke, es gibt die Schreibmaschine. Der Buchstabe wird lesbar sein, ich muss mich nicht quälen. Warum sind die Roboter im Vormarsch und Industriearbeit nimmt aber weltweit zu? Das sind tatsächlich gesellschaftliche Widersprüche, genährt durch Lektüren. Das wären dann immer die Grundstrukturen, auf denen ich aufbaue. Das, glaube ich, sind wirklich diese unauflösbaren Paradoxien. Das ist das, was ich nicht verstehe an dem, was Gegenwart genannt wird. Also durchaus im Sinne einer Wut des Verstehens. Natürlich auch ihre strukturalistischen
Momente mit einbezieht. Das ist dann die ganze informationstheoretische Denke, die in dem Buch bis zu einem bestimmten Grad auch drinsteckt. Das Wissen über Netzwerke oder IT-Systeme, IT-Infrastrukturen. Natürlich immer auch gesättigt durch einen Blick auf das, was Marx eine ökonomische Basis nannte. Ja, das halte ich für ein großes Defizit, dass das eine Marginalie in den Kulturwissenschaften zu werden droht. Was war für dich das Faszinierende daran, auf die Figur genau hinzugehen? Was war da deine Intention und warum hast du sie in deinem Buch verarbeitet? Mhm. Steven Soderberghs Protagonistin Angela Childs ist nicht nur ein Aufschreibersystem, sondern ein Mensch dahinter. Und als solcher tritt sie zunehmend im Verlauf des Films hervor, und zwar in dem Moment, wo sie Widerstand gegen das leistet, was ihre Alltagspraxis ist, was dieses tägliche Tun einer Sound Recorder Engineers ist. Sie verarbeitet WAV-Dateien von künstlichen Intelligenzen, die sprachverarbeitend funktionieren, und ist da permanent auch mit der akustischen Dimension konfrontiert von Recording Material. Das fand ich eine ganz interessante Ausgangsbasis. Es ist auch eine Geschichte einer Subjektivierung, die sich durch widerständiges Handeln erzeugt. Ich sage vielleicht nochmal ganz grob etwas zu den äußeren Koordinaten. Der Film heißt Kimmy von Steven Soderbergh und thematisiert im Post-Corona-Gefolge eine Homeoffice-Workerin für einen Konzern, der Amygdala Corporations heißt, der hier mit dezentralisiertem Bullshit-Work, meistens geleistet aus Homeoffices, den schönen Schein suggeriert, dass sie eine selbsttätige Maschinenintelligenz am Arbeiten wäre. Mit Blick auf diese sogenannten künstlichen Sprachassistentinnen, die zunehmend den Alltag erobern, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass hier Menschen dahinter sind, die kodieren, die sorgen immer wieder dafür, dass die selbsttätige Antwort aus der Dose die richtige ist und die gewünschte ist, und letzten Endes funktioniert aber nichts mit selbsttätigem Verstand. Da wird ganz viel ausgelagert, da gibt es ganz viel Kodierungsarbeit im Hintergrund, die in den sogenannten Peripherien des Weltmarktes geleistet wird. Angela Childs sitzt mitten in Seattle. Seattle ist der Ort der vollautomatisierten Supermärkte. Amazon rechnet im Vorfeld mit staatlichen Finanzierungen der Mindestlöhnerinnen in ihren Warenlagern. Ja, man lebt dann im Bananenkarton und bekommt von Amazon noch die Früchte, die man braucht, für die Vitamine, mit denen man dann zubeißen können soll. Seattle ist der Sitz von Microsoft. Von dort aus werden unsere Betriebssysteme, sofern sie denn Microsoft sind, abgedatet. Dort ist der Redmond Campus. Dorthin telefonieren unsere Geräte auch, sollten sie sich vereinsamt fühlen oder Updates brauchen. Es ist zugleich aber auch ein Ort der Gegengeschichte, der mit Kurt Cobain, mit dem Aufstieg des Musikstils Grunge beginnt. Ich versuche auch hier diese Fluchtlinien ausgehend von dieser Stadt nachzuvollziehen oder vielleicht sogar zu verlängern. Du beschreibst sie sehr, sehr dicht und bist dann sofort sozusagen so in der Sache drinnen, dass man das wieder zerlegen muss. Unbedingt. Und dass ich danach fragen muss. Wenn es da diese Vermutung gibt, eigentlich tun die Maschinen das schon selbst und eigentlich im Bewusstsein des Users oder der Userin gar nicht mehr das Moment gibt, da ist eigentlich noch ein Mensch dahinter, sondern das macht die Maschine mit KI und so weiter. Und dann gibt es sehr wohl diese Filter, die herausfiltern, ob das jetzt Morde sind, ob das jetzt irgendeine Form von Missbrauch ist, dass da Menschen da sind, die das tun und die das handverlesen dann heraus, die keine Unterstützung haben, die keine Formen von Therapie dann bekommen, die nicht betreut werden, sondern die wirklich als Bullshit-Job das machen müssen. Und genau so sehen wir das bei den KIs auch in diesen Massendaten, die ChatGPT zum Beispiel hervorbringt. Mhm. Das heißt, Billigjobs, die dafür verwendet werden, dass wir dann akkurate Daten zur Verfügung haben. Genau, ja. Wie kann das aber als System insgesamt funktionieren? Weil diese Child sitzt ja noch in Seattle. Darf sie da noch überhaupt sitzen? Kann sie da noch überhaupt sitzen? Oder müsste sie nicht schon längst verteilt irgendwo auf der Welt sein?
letzten Endes firmiert diese Amygdala Corporations als global dezentralisiertes Netzwerk. Wir wissen alle seit Corona, wie profitabel es für Unternehmen war, die Homeoffice zu lancieren, und sehen das auch an Bürogebäuden, die verschwinden. Und die Grenze ist ja zunehmend fließend in dem Film. Ja? Also man weiß nicht, was dieses Zuhause, das immer wieder unheimlich wird, denn nun eigentlich ist. Firmiert da der Bildschirm als sogenanntes Fenster zur Welt, wo dann Zahnärzte Medikamentierungen verordnen, Therapeutinnen weggeklickt werden können und ein rumänischer Hacker einen Admin-Code aushändigen kann. Ne? Welches Fenster zur Welt ist es? In dem Fall ist es, glaube ich, sogar ein Fenster von Windows. Aber welches Fenster hast du? Welche Perspektive? Ich sehe da immer mindestens drei Perspektiven, die drauf sind. Eine informatische, eine soziologische und eine feministische. Genau. Fällt mir da was in dem Blick? Vielleicht auch eine starke philosophische Ausgangsbasis im Denken, ja. Okay, die so medial orientiert ist, oder wo sind da deine Referenzpunkte, vor allem die das Philosophische betreffen? Ja, ich meine, dass Marx und Gramsci unverzichtbar sind, letzterer, weil er die Dichotomie von Basis und Überbau in Frage stellt, und ersterer, weil er sehr konkret beschreibt, was denn diese ökonomische Basis ist, auf der ja auch die Vervielfältigung von Bullshit-Jobs basiert. Ja. Ja, David Graeber ist ein wichtiger Denker für mich geworden, ja, auch in den letzten Jahren. Ich hatte das Glück, ihn auch nochmal beim Chaos Computer Club zu erleben vor ein paar Jahren, kurz bevor er starb. Ausgangsbasis dieses Buches war: Warum wird Technologie, salopp gesprochen, immer besser, und Bullshit-Jobs wachsen aber exponentiell zum Besserwerden dieser Technologien. Da kann man sich natürlich fragen, warum gibt es elaborierte Exoskelette, während man eigentlich die Überkopfarbeiten längst abschaffen hätte können. Und was hier auf die mediale Bühne tritt, ist eine Fetischisierung des Exoskeletts, anstatt diese wirklich körperlich sehr anstrengenden und ruinösen Überkopfarbeiten abzuschaffen. Da frage ich mich, was im Hinblick auf diese sehr positivistische Denke der Maschine, die es bei Marx durchaus auch gibt, was hier nicht stimmt, wo hier eigentlich das Non-Teleologische in der technologischen Erzählung überhand nimmt. Das sind die Ambiguations, die Angela Childs hier ganz händisch und ganz traditionell als Computerarbeiterin aus der Homeoffice behebt. Und das Sinnstiftende geht ja eigentlich vollkommen ab, genau, bis dann der Moment kommt, wo es zu einem Übergriff kommt, den sie nicht mehr überhören kann. Und ab dem Zeitpunkt dreht sich das ganze System gegen sie. Also sie hat jetzt einen Moment von Kohärenz, von Erzählung, der echt was bedeutet, also nicht nur online, sondern tatsächlich in der Welt. Und dann plötzlich ändert sich alles im Film. Sie wird zur Verfolgten und muss ihre Agoraphobie jetzt plötzlich auch überwinden und in eine Position kommen, wo sie eigentlich eine Subjektwerdung fast erlebt. Siehst du es ähnlich? Ja, die ist natürlich kein Produkt einer Unterwerfung, sondern eines Widerstands gegen die falschen Machtverhältnisse. Dagegen aufzubegehren, aufzustehen, das ist das, was sie zum Menschen macht oder aus diesem Maschinengefüge auch herauslöst, indem sie zwangsläufig interagieren muss. Das ist auch ein tromografisches Regime, das nicht freie Zeit schafft, sondern die Zeit der Arbeit endlos ausdehnt und sie zugleich parzelliert in Form von Tasks, die minutiös zu erledigen sind. Die ist permanent unter Zeitdruck, betreibt deshalb auch die körperliche Optimierung am Fitnessrad. Ja, genau. Sie schaltet weg, wenn Occupy-Aktivistinnen in Seattle ihren Protest kundgeben, und beschleunigt sich physisch, um just in time zu bleiben. Dieses Moment des Unheimlichen, das ist mit einer akustischen Dimension verbunden. Da geht es ja ganz klar darum, dass es eine Art Störgeräusch ist. Angela Childs nimmt dann verschiedene Audioverstärker zu Rate, um herauszufinden, was ist denn dieses Geräusch des Unheimlichen? Was ist das, was meine Homeoffice, also das Sweet Home,
zu einer Brutstätte des Unheimlichen macht. Das ist nicht zufällig eine akustische Dimension oder läuft über das Ohr. Das Ohr ist in gewisser Weise durchlässig verglichen mit den Augen, die wir immer schließen können. Ja, wann haben keine Lieder. Und du hast eine Unverortbarkeit der Geräuschquelle und am Anfang ist auch nicht klar, worum geht's denn da eigentlich. Ja. Es geht um eine Frau, die in dem Fall sehr klar von sexistischer Gewalt bedroht ist und deren Hilferuf erst durch die Verstärkung mit Hilfe von unterschiedlichen Audiofiltern als solcher kenntlich wird. Also man muss auch hier archäologische Tiefenbohrungen unternehmen, in dem Fall mit einem ganzen Akustik-Equipment, um die Wahrheit zur Kenntlichkeit zu entstellen oder sie an die Oberfläche zu befördern. Und das ist genau das, was Angela Childs macht. Und in Reaktion darauf hackt sie letzten Endes auch das System. Warum kann sie aber das hören? Was ist ihre Erfahrung, die sie das hören lässt oder das eine Vermutung in ihr aufkommen lässt, dass da was hörbar wird? Das ist ihre eigene Erfahrung mit sexistisch motivierter Gewalt. Ja. Es wurde eben dazu mal nicht der Täter, sondern sie selbst denunziert, so wie wir das in vielen Fällen von Prozessen, wo es um Vergewaltigung geht, auch haben. Es ist ein gespiegeltes Ereignis. Ja. Und es ist aber auch der Moment, wo sie zu sich kommt oder letzten Endes auch anhand dieser Erfahrung, die sie machen musste, empathisch reagieren kann. Und zwar nicht in einem esoterischen Sinn, sondern im Sinn einer radikalen Partei, Name für diese Frau, deren letzten Atemzug sie hier hört. Ich will auf das zu sprechen kommen, dass du mit diesem Titel das Denken der Maschine ja sozusagen eine Mehrfachform in einer Titelform hast. Das ist ja nicht einfach nur einfach zu verstehen. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir die Maschine auf eine bestimmte Form denken und uns zurichten, dann glaubst du aber schon, dass sie gesellschaftlich von Produktion her, von Möglichkeit her, von Entwicklung her, eigentlich ein ganz guter Partner sein könnte? Oder was siehst du? Ist das für dich ein Moment, wo du siehst, wenn allgemeines Grundeinkommen da ist, wenn uns die Maschine so weit entlastet, dass sie uns von harter Arbeit sozusagen erlöst, dann müsste sie da sein, dann darf sie auch da bleiben. Gibt es Momente, wo du denkst, sie müsste eine Reduktion erfahren? Wir müssten zurückgehen, wir müssten sozusagen Maschinen stürmen in dem Sinn, dass wir sagen, versuchen sie rückzubauen? Ich habe da eher die Idee des Hackens von dem, was da ist. Also weniger den Regress in Form moderner Produktionsformen. Ja. Das, was da ist, muss bedingungslos für Mensch und Maschine zugänglich gemacht werden und in ganz aufklärerischen Gestus, in radikaler Transparenz, und das bedeutet immer auch Quellcode-Einsicht, öffentlich zugänglich gemacht werden. Und das haben wir nicht. Na. Ja, absolut nicht. Man kann jetzt auch sagen, Quellcode-Einsicht ist sehr elitär, weil es eben nur wenige gibt, die das lesen können und dies tatsächlich verstehen. Ich meine aber, dass es Aufgabe einer Erziehung zur Mündigkeit ist, genau das zu forcieren. Wie schafft es Marx damals an diesen Modellen von Maschine, die er vor sich hat, trotzdem noch auch in der heutigen Betrachtung so einen Moment zu haben, wo man sagt, okay, den brauche ich, um das anzuschauen. Da kann ich mir das darstellen, da kann ich es vermitteln. Zum einen gibt es Marx als sehr positivistischen Denker. Das ist vor allem in Kapitalband 23. Da gibt es Lobeshymnen auf das lineare Fortschreiten infolge des forcierten Einsatzes von Maschinen im Gefolge der industriellen Revolution. Letzten Endes Versprechen auf ein finales Heraustreten aus dem Produktionsprozess, weil gesellschaftlich notwendige Arbeit an Maschinen delegiert werden kann und hier plötzlich zeitfrei wird. Genau diese Zeit, die ist die Zeit des Freiseins von Arbeit.
Das ist das große Versprechen der Maschine. Es gibt dann letzten Endes im Maschinenfragment, das ist größtenteils MEW 42, sehr ambivalente Passagen zum Maschineneinsatz. Da ist unter anderem davon die Rede von einer auf Menschen angewandten, ein Zitat, Wissenschaft, die unbelebten Glieder der Maschinerie zwingt, durch ihre Konstruktion zweckgemäß als Automat zu wirken. Und da ist dann die Frage, inwieweit es Rückkopplungseffekte gibt zwischen Mensch und Maschine oder in diesem Interaktionsverhältnis, die ja letzten Endes Menschen zu Maschinen machen, ihr Denken maschinisieren, hier tief eingreifen in das, was wir geneigt sind, Subjektivität zu nennen. Da ist Angela Childs vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, weil da zeigt sich sehr klar ihre Arbeit oder das, was Arbeit genannt wird, das, was sie an täglichen Tasks zu erledigen hat, das ist gnadenlos parzelliert. Es ist immaterielle Arbeit, aber es ist keine, die so einen Gesamtzusammenhang offenbart. Sie arbeitet dann in einem Shell-Skript, glaube ich, ist das, oder einem Texteditor, nur mal einzelne Tasks ab, wo sie Ambiguations, die von den Textverarbeitungsprogrammen nicht eindeutig erkannt werden, mit einer denotativen Eindeutigkeit ausstattet. Was ich bei Marx immer finde, ist so ein hell Aufleuchten dessen, dass man dann etwas zu sehen bekommt. Das ist Theorie, ganz im Sinne ihrer Etymologie, genau. Im Griechischen, ja. Eine Brille, die sehend macht. Genauso wie es auch Herr Babler jetzt vor kurzem gesagt hat. Das ist ja fast, ja, es dürfte ein kollektives Gedächtnis geben, genau. Über diese Brille und ihre Beschaffenheiten. Oder ja. Jedenfalls über die Lektüreerfahrung. Mhm, dass die im speziellen Fall dieses Empiristische mit drinnen hat und die eigene Erfahrung aus einer Arbeiterkultur rauszukommen. Ja. Ich habe das selbst auch erlebt, sozusagen, man hat mich bei den Feilscher Magnesitwerken sozusagen im Sommer reingeschickt, um zu sagen, du musst jetzt 9 Tonnen am Tag an Ziegel auf Paletten schlichten. Mhm. Und die Menschen da drinnen waren einfach kaputt. Da waren nur mehr sozusagen die Fantasien ausgerichtet darauf, wann ist die nächste Kur oder wann fahre ich das nächste Mal zu einer Prostituierten. Genau. Das waren die Männerfantasien, die dort, genau, stattgehalten haben. Und wie viel wird getrunken während einer Schicht? Und ich stelle die Frage, warum werden diese Ziegel nicht durch einen Roboter aufgeschlichtet? Genau. Ganz klar, weil es hier um ein Disziplinierungsmoment der Arbeiterinnenklasse geht. Man kann es, um es zuzuspitzen, auch Repression nennen. Da geht es ganz klar darum, eben nicht zu befreien, sondern zu unterjochen. Ja, ja, aber die Figuren sind jetzt im Moment, diese Werke werden geschlossen und da hätte sich seit 15 Jahren die Roboterkultur so ausgedehnt, als würde es diese Arbeiten nicht mehr geben. Das ist ja auch ein Kontrast. Warum gibt es den in besonderer Weise, dass man die Jobs einfach verschoben hat, kontinental auch, dort wirklich noch mit dieser körperlichen Arbeit sozusagen umgegangen werden muss, ob das China ist, ob das Südafrika ist, was auch immer. Dort passiert es und bei uns sozusagen wird es langsam clean oder jedenfalls gibt es diese Form von Vorstellung, dass es so wäre. Die Frage ist, wo finden wir die Evidenzen? Wie kommen wir zu diesen Evidenzen, dass wir da klar sehen, naja, was tun wir mit dieser Form von Verschiebung und was bedeutet sie für uns, indem wir dann sozusagen in diese Zeitregime eingehen, die dann sagen, naja, denkt die Maschine mit uns, denken wir mit der Maschine oder sind wir Teil davon? Naja, das ist ein bisschen ungleichzeitige Gleichzeitigkeit. Mhm. Wir haben uns daran gewöhnt, die Rede von den Zentren und den Peripherien unhinterfragt zu akzeptieren. Es gibt, wenn wir sozusagen die unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten global betrachten, ohne aus einer gottgleichen Vogelperspektive auf die Welt vom Mond aus zu sehen, ja, dann kriegen wir auch klar einen Blick, was sich denn da eigentlich verschiebt. Die Hochöfen aus dem Ruhrgebiet, die brennen in China fulminant weiter. Worauf aber dann ein Kamerateam das Okular oder den Fokus richtet, sind genau diese leeren, zu Spielplätzen umfunktionierten Hochöfen. Ja? Man kann nicht diese zeigen und gleichzeitig die Wiederinbetriebnahme unter vollkommen veränderten Bedingungen in China nicht zeigen. Ja. Also insofern stimmt diese Rede von globalem Standortwettbewerb vielleicht gar nicht. Vielleicht sehen wir hier was nicht, weil wir nicht gut genug hinsehen oder weil wir die falsche Brille aufhaben oder keine. Also ich habe das Gefühl, wenn du dir ChatGPT anschaust, dann siehst du sozusagen, was eigentlich
erkenntnistheoretisch für dich ableitbar ist aus dem, was da daraus geworden ist. Aha. Aber in der Anwendung selbst siehst du jetzt keine großartige Form, sondern Zukunftswahrscheinlichkeiten sich jetzt an einem großen Korpus abarbeiten. Und das nennt man halt sozusagen gewisse Learning-Elemente. Genau. Und natürlich auch die Fehler exponentiell vervielfältigen, genau. Weshalb ja. Angela Childs aus aller Welt im Hintergrund die Ambiguations ausbügeln. Was im Dunkeln steht, das sieht man nicht. Ja. Soderbergh hat die Scheinwerfer in die richtige Richtung gelenkt. Da hat er ganz gelenkt. Gut getroffen. Ja, würde ich auch sagen. Also im Prinzip geht es mir darum, von dir zu erfahren, ob dieses Ding deiner Meinung nach wirklich so viel an Arbeit einfach verdrängen wird, sprich menschliche Arbeit. Und dass wir da Dimensionen kriegen, die jetzt politisch noch gar nicht so auf den Schirmen ist, nämlich dass Wissensarbeiterinnen das Gefühl haben, dass sie ihre Jobs loswerden, beziehungsweise dass sie dann in ein völlig anderes Verhältnis zu ihrer Arbeit kommen müssen. Mhm. Also so beliebte Nebenjobs waren ja unter anderem das Übersetzen technischer Gebrauchsanweisungen, genau. Auch ich weiß davon ein Lied zu singen, hast oder probiert? Die Beipackzettel von Medikamenten. Dokumentationen von Code. Ja, genau. Die ganze dokumentarische Arbeit. Ja, die Branche der Rezeptbeipackzettelübersetzerinnen und Datenklopferinnen, die wird eben ganz im Sinne einer immateriellen Industriearbeit weiterhin expandieren, um die ganzen Sprachkorpora zu vermehren. Die werden aber eben anderswo stattfinden, meine ich, ja. Ja. Das wird nicht unbedingt die Homeoffice in Europa sein. Ja. Ne? Und die Dimension aber dessen, wo du glaubst, dass die Grenze erreicht sein könnte mit so einem Ding, also wo kann das hin? Wo siehst du die Grenzen von dem, dass jetzt ChatGPT sagt, gut, jetzt fangen wir wirklich an, über allgemeine Intelligenzen zu sprechen. Mhm. Glaubst du, dass es überhaupt in diese Dimension reingehen kann oder dass wir eigentlich jetzt schon an einer Grenze da sind? Benjamin sagt Sprache, das ist ein unsinnliches Archiv der Ähnlichkeiten. In dieser Unsinnlichkeit persistiert es ja in ChatGPT und es ist bis zu einem bestimmten Grad objektivierbar. Es ist ein großes Open-Source-Gesamtkunstwerk, das man erwerben kann und das auch nach einer bestimmten Struktur funktioniert. Ja, also so individuell sind wir alle nicht. Es fängt eben dann dort an, wo es in den Bereich der gesprochenen Sprache geht, wo es tatsächlich um die Wortfindungs- oder Worterfindungskünste geht, die dieser kleine dadaistische Karren am Cover meines Buches mehr oder weniger auch anregen soll. Aber du empfindest das gar nicht als Kränkung, habe ich das Gefühl, sondern einfach, okay, ich fühle mich bestätigt eigentlich durch das, was es mir erkenntnistheoretisch bringt. Es muss dem Konzern OpenAI natürlich entrissen werden, weil es ganz klar eben eines dieser Produkte ist, das die Natur nicht aus sich heraus macht. Diese Lokomotiven und diese Telegraphs, ja, die Marx erwähnt, da zählt es dann eben dazu und ist etwas, was letzten Endes sich einem General Intellect verdankt. Ja? Und infolgedessen muss es allen gehören. Das sind die ökonomischen Eigentümerverhältnisse, die ein Problem sind. Zum anderen sage ich erstmal, wie sieht es aus mit dieser Disposable Time? Und wie wird dir durch ein bedingungsloses Grundeinkommen künftig abgefedert werden? Das müssen. Wollte ich hören. Darum genau geht's. Da wollte ich ja, hin. Genau darum geht's. Denn es soll schon so sein, dass die Beipackzettel von ChatGPT übersetzt werden. Es gibt bessere Tätigkeiten als genau das. Ja. Und das Interessante daran ist, was passiert in dem Moment, wo solche Aufgaben eben von der Maschine übernommen werden können? Wie sieht dann wirklich die Zeit, über die unter ökonomisch abgesicherten Bedingungen jeder und jede verfügen könnte? Wie sehe denn die aus? Und bei Marx ist es natürlich die vom Wertgesetz befreite Zeit. Ich lese vielleicht mal ganz kurz vor, es ist ein sehr bekanntes Zitat aus MEW. Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen, Electric Telegraphs, Self-Acting Mules etc. Sie sind Produkte der menschlichen Industrie.
natürliches Material verwandle in Organe des menschlichen Willens über die Natur oder seiner Betätigung in der Natur. Sie sind von der menschlichen Hand geschaffene Organe des menschlichen Hirns, vergegenständlichte Wissenskraft. Die Entwicklung des Kapital Fix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen Knowledge zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen ist. Dieses Wissen, das eine Klavierbauerin hat, lebt indirekt in der mechanischen Tastatur fort und zugleich auch in den Tasten, die ein Braille-Codieren ermöglichten. Mhm. Wenn wir bei Marx sind oder ihn zitieren sollen, dürfen, müssen, dann ist auch gleich die Frage, was die äußeren Schranken für die Proprietarisierung oder sozusagen die Aneignung dieses generationenübergreifenden Wissens, das bei ihm das metaphysische Substrat eigentlich eines General Intellects ist, er ist da sehr hegelianisch. Was sind die Mechanismen, die ein Freiwerden dieses Massenintellekts letzten Endes verhindern? Ja, das sind proprietäre IT-Konzerne, die ganze GAFAM-Industrie, des Surveillance-Kapitalismus. Paul Mason hat immer wieder davon gesprochen, dass eben mit den Möglichkeiten der digitalen Vervielfältigung sich Terms of Trade fundamental ändern, weil hier Handelskosten wegfallen und weil hier letzten Endes eine Vervielfältigung des General Intellects über das Internet möglich sein müsste. Dass du sozusagen von General Intelligence sprichst und gleichzeitig das Aufbau gibt, nein, wir würden jetzt am Weg sein zu einer Artificial General Intelligence, ist natürlich da schon auch eine interessante Form, die ja jetzt propagiert wird, genau, ja, von diesen Firmen, denen wir das eigentlich wieder entreißen müssen, ein kollektives Wissen, das sie sich aneignen konnten, weil wir einfach gesagt haben, gut, generalisiertes, öffentlich finanziertes Wissen gehört publiziert, muss zur Verfügung stehen. Und die haben sich's eingestreift. Genau. Ohne rückzuzahlen, ohne zu fragen, wem gehört das, wer hat dafür bezahlt, was würden wir und müssten wir eigentlich zurückgeben an die Allgemeinheit, um was finanzieren zu können. Warum wird das nicht getan und warum gibt's da keine Modelle? Was wir sehen, ist sozusagen die EU-Kommission, die versucht, Restriktionen zu machen und zu sagen, wann darf man was anwenden, der KI und was nicht. Aber niemals die Frage, na, was ist eigentlich die Grundlage davon und wie viel haben wir davon hergestellt? Das wäre natürlich die utopische Dimension der Commons. Ja. Die Realität sieht ganz anders aus. Ja. Also das, was auch im Bereich der freien Software oder des Open Source entwickelt wird, wurde und wird sich immer noch bedingungslos angeeignet. Das ist ein gutes Beispiel. Der Apache Webserver, der einer der ersten freien war, wurde in Microsofts proprietären Webserver eingebaut. Ich habe zu genau dieser Thematik der Commons und der unterschiedlichen Formen der Lizenzierungen, die es da geben kann, mit damals Richard Stallman gesprochen. Seine Antwort war, dass so ein Aneignungsversuch die Politik der freien Software selbst verändern würde, weil dann wäre sie nicht mehr frei. Das Pentagon könnte an dem großen Gabentausch ebenso partizipieren wie IBM. Würde man es ihnen verbieten, dann wäre die Idee der freien Software den denunziert. Da könnte man sich dann natürlich auch fragen, was ist das für eine Freiheit, die unbegrenzte Aneignung bedeutet, durch die, die das Geld haben. Ich würde in dem Fall eigentlich viel lieber von Raub oder ursprünglicher Akkumulation sprechen. Schamlosigkeit, das ist ein General Intellect, ja, der plötzlich einen Eigner haben will oder einen Autor haben will und damit auch einer, der knallhart Profit macht mit dem, was allen gehören muss oder gehören sollte. Infolgedessen kann ich auch viele Lobgesänge auf ChatGPT nicht teilen. Das, was ich daran interessant finde, ist, dass diese Entwicklung von OpenAI uns sagt, wer Maschine gewesen sein wird. Also auch hier interessante Vorzukunft. Also es beantwortet die Frage, was ist ein Autor, die Foucault in den 70er Jahren gestellt hat, auf radikal andere Weise. Und konfrontiert uns aber auch zugleich mit den sehr mechanischen Aspekten des Sprechens oder diesen sehr verallgemeinerbaren, objektiven Dimensionen von Sprache. Also vor allem von Langage, wenn man jetzt im Strukturalismus bleiben möchte und weniger von Parole. Und es wäre eigentlich für mich verbunden mit dieser Aufwertung von gesprochener Sprache, also in ihren unreinen, unter Anführungszeichen, Formen, Pidgin-English beispielsweise. Da gibt es auch einen ganz interessanten Messenger, der sich bewusst Pidgin nennt, weil er eben sagt, wir wollen das Taubenturteln aus aller Welt in einen Messenger bringen. Das ist ein Open-Source-Messenger, der bei der kleinen Ubuntu-Distribution Lubuntu standardmäßig eingebunden
ist. Ja, ich möchte das Pitchen hören und den Klang und den Sound, weil da hinkt OpenAI hinter allem hinterher. Auf die akustische Dimension bezogen wäre das eine Art Lautspiegel oder ein Echo. Das ist übrigens auch ein beliebter Befehl für das Auswerfen eines Rückgabewerts unter Linux in der Command-Line. Was ist denn mit diesem Echo? Da hinken meistens die Frauenstimmen. Es sind leider meistens Frauenstimmen. So viel Sexismus ist eben auch in unseren Apparaten eingebaut, der künstlichen Intelligenz, dem, was Sprache als Gesprochene kann, bedingungslos hinterher. Ja? Infolgedessen ist vielleicht diese Assoziation mit Pidgin English ganz interessant. Das lernt man auch an keiner Universität. Gleichzeitig möchte ich da zurückkommen, genau auf diese Figur und fragen oder darstellen. Bei André Laurent Goron gibt es dieses Moment von Hand und Wort. Da geht es um Kunsthandwerk, da geht es um Feinziselierung, da geht es um Metallurgie, da geht es um ein Denken, sozusagen, das die Urbanität möglich macht und das gleichzeitig sozusagen das Metallische für die Herrschaft Technologien bringt, nämlich von der Krone zum Löffel und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig auch das Schwert in einer bestimmten Technologie hervorbringt, wo aber noch nicht die Masse da ist. Und da ist es so, dass aufgrund dieser Form des handwerklichen Geschicks, aber gleichzeitig die Differenzierung der Wörter auch mit eingelesen werden und das im Prinzip in die Geschichte zurückprojiziert wird, wie denn das Humane überhaupt zum Sprechen kommt und wie diese Sprechakte sich dann aufeinander beziehen und Gemeinschaft schaffen und Feindschaft schaffen und so weiter und so fort. Wann gibt es diesen Bruch, dass die Sprache und die Arbeit auseinanderfallen und der Körper und die Arbeit sich nicht mehr vertragen? Oder gibt es das überhaupt nie und es ist nur eine Illusion, dass es das gegeben hätte? Und es war immer so hart, dass in Wirklichkeit die Schwielen an den Händen alles verdeckt haben und dem Schreiben einfach keine Möglichkeit mehr gegeben haben. Also das ist einfach, das war meine Assoziation, jetzt darüber nachzudenken und das überkippen zu lassen auf das, was eben die Hand in ganz anderer Dimension haben kann, wenn man sie als Mittel nimmt, etwas anzufassen und etwas zu modellieren, das die Wirklichkeit verändert. Über die Zeit hinter der Maschine verfügen wir nicht selbst. Also sie ist ja nicht disposable im spätkapitalistischen Totalverwertungszusammenhang von Kopf und Körper. Ja. Das ist letzten Endes der Rahmen des Anschlags auf jeder Schreibmaschine oder jeder Computertastatur. Ich möchte vielleicht mit einer persönlichen Erfahrung antworten. Ich zähle zu den Menschen, die ein Instrument lernen durften. Sehr traditionell, es war Klavier, später dann auch Jazz-Improvisation auf genau diesem Tasteninstrument. Und ich bin zeitgleich vor einer T21 aufgewachsen. Das war einer der ersten ThinkPads damals noch in Produktion bei internationalen Büromaschinen, die irgendwann dann mal nach China auslagerten. Und ich habe das frühe Gefühl, diese taktile Dimension von Klaviertasten, die auch bei jedem Instrument anders sind im Anschlag, absolut, in mechanischen Tastaturen wiedergefunden. Ich habe vor kurzem neue Tasten aufgesetzt auf einen ThinkPad und ich habe anhand dieser Modelle, die ich habe, an denen ich in gewisser Weise auch meine ersten Schreiberfahrungen machen konnte, sehen können, wie die Evolution von einer mechanischen Tastatur mit Klaviertastenähnlichem Anschlag hin zu einer mit sogenannten Rubber Domes ersetzten und von Apple abgekupferten Schrumpfversion des taktilen Anschlags funktioniert. Da verschwindet dieser harte Anschlag, den man auf bestimmten Klaviertasten haben muss und den man auch auf mechanischen Tastaturen haben musste, um tippen voranzukommen. Die Tasten werden in der Höhe sehr viel geringer. Und wenn man unter sie sieht, das ist eine Hackerinnenintention ganz im Sinne von Gilbert Simondon,
dann wird man sehr schnell erkennen, dass die Butterflies, so werden die nachfedernden Teile einer Taste genannt, verschwinden aus dem Produktionsprozess. Also dass hier nichts mehr filigran mechanisch zusammengesetzt wird, wie eben bei frühen mechanischen Computertastaturen, sondern dass es sich hier eine kleine Gumminoppe befindet, die wird Rubber Dome genannt. Man kann es auch bewusst als Fetischismus bezeichnen. Und da wird die Taste nur mehr aufgeklebt. Und zugleich ist es die Illusion, dass hier nichts angeschlagen werden würde. Also keine Thesen werden mehr angeschlagen. Die Finger fahren einfach über bewegbare Tasten. Mein Interesse an Tastaturen hat dann nochmal einen anderen Hintergrund und tangiert fast das letzte Kapitel zu Theresias. Die Frage, wie denn er sie als geschlechtermäßig nicht im Binaritätsrahmen zuordnbare Person denn gesehen haben könnte. Und er könnte, da gibt es schöne Ausführungen bei Helen Keller, mit den Fingerspitzen gesehen haben beispielsweise. Die geht. Und ich bin auf die Evolution der Tastaturmechaniken gekommen durch eine Entwicklung, die vom Johannes Streicher-Petz derzeit vorangetrieben wird, mit dem Erich Schmid, der Vorsitzende der österreichischen Braille-Kommission ist. Da geht es um eine Tastatur, die an ein Smartphone ansteckbar ist und die mit Braille-Codes arbeitet. Computer-Braille ist anders als die Braille-Schrift beim Lesen. Da werden andere Punkte ausgestanzt. Und letzten Endes würde ich mal sagen, dass blinde Personen dahingehend die geborenen Coder oder Coderinnen sind. Ich stellte eben fest, dass diese Tastatur, die eben aus 8 Tasten besteht, einen ganz anderen Anschlag möglich macht und plötzlich dieses taktile Moment ins Tippen zurückbringt. Diese Braille-Tastatur, die heißt Zither. Es ist nicht uninteressant, hier nochmal die Analogie zum Tasteninstrument aufzuschlagen oder herzustellen. Genau, ja. Die Ordnung des Schreibens ändert sich, wo die taktile Dimension verschwindet und ist natürlich in hohem Maße abhängig von den Aufschreibesystemen technischer Natur. Und es macht nach wie vor einen Unterschied, das Klicken der Tasten zu hören auf einer mechanischen Tastatur oder in der fetischisierten und von einem mit angebissenen Apfel für sich werbenden Computerkonzern gekaperten Tastaturarchitektur. Die Geschichte der Hacker, wo kann man an der partizipieren? Wie tritt die so wirkmächtig auf, dass sie uns begegnet? Ist das sozusagen auf Leaks ausgerichtet? Geht es darum, Fehlinformationen sozusagen in ein richtiges Maß zurückzuführen? Das, was du vorher aufgeworfen hast, so ein allgemeines Betriebssystem selbst sich anzueignen, dass man im Prinzip das andere ersetzen kann. Wo siehst du diese Bewegung jetzt hingehen? Peter Glaser, Kollege vom Heise Verlag, hat eine ganz schöne Formulierung gebraucht, was denn Hacken ist. Das ist ein Würstchen mit einer Batterie und einem Widerstand zum Grillen bringen. Es geht darum, einen unkonventionellen Technikgebrauch anzuregen, der vielleicht auch gar keiner ist. Und ich habe viel in Hackerspaces Andockpunkte gefunden für genau das. Ich habe gesehen auf der Homepage, Perpetuum Mobile und so weiter. Ja, genau, das Sharebudget Perpetuum Mobile, das auch immer unfertig bleibt. Ja. Also es ist in dem Sinne auch eine Begehrensmaschine. Durch genau das, was fehlt, heizt es auch die Tüftlerei und die Fantasie permanent an. Aber wenn wir da auf was ganz Konkretes zu sprechen kommen. Gutes Beispiel ist das Metalab hier in Wien, wo auch die von mir schon beschriebene Zither mit Braille-Tastatur entwickelt wurde, wo zum Beispiel auch nicht sehende und nicht hörende Tüftlerinnen an ihren Ideen arbeiten. Da geht es prinzipiell einfach nur mal darum, etwas, was ableistisch ist und infolgedessen nicht barrierefrei betretbar zu machen. Nichts anderes ist das. Das ist es gesellschaftlich notwendige Arbeit. Genau. Ganz im Sinne von Marx. Das schließt nicht aus, dass eben auch Esperanto lernen oder Tiersprachen imitieren oder Gebärdensprache lernen. Das sind eigentlich natural born coders, Gebärdensprache sprechende.
gehört alles zusammen und ist Codierungslogik mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksmitteln. Um vielleicht nochmal auf diese Spezifik von Brailleschrift zurückzukommen, es war tatsächlich ein militärischer Code, den Oscar Braille hier adaptiert hat, der eben mit den Fingern bei vollständiger Dunkelheit noch entziffert werden konnte, infolge seiner Erblindung und der Notwendigkeit, einfach teilhaben zu wollen an dem, was hier in den Hörsälen geschrieben und gesprochen wurde, hat er das dann auf Papier gestanzt. Insofern kann Hacken sich auf ganz unterschiedliche Ausdrucksformen beziehen, kann unterschiedliche Ziele erreichbar machen und muss natürlich von dem Standpunkt derer ausgedacht werden, die eben nicht unbedingt im Licht stehen. Ja, das ist jetzt die Wendung. Das große Hacker-Klischee ist natürlich, dass wir hinter runtergelassenen Vorhängen leben, damit das Sonnenlicht uns nicht blendet beim Anblick unserer Bildschirme. Ich würde sagen, diese Licht ins Dunkel-Metapher hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Das wird was verschieben entlang dieser Achse von sichtbar und unsichtbar. Die, die da im Schatten stehen, die sind zu Unrecht oder durch die falschen Machtverhältnisse unsichtbar gemacht worden. Hacken, so wie ich es auch betreibe im Bereich der unixoiden Betriebssysteme, hat ganz viel auch damit zu tun, dass man bei einer Anwendung mit quelloffenem Code ab dem Zeitpunkt nicht mehr weiterkommt, wo man mit anderen nicht teilt. Das ist auch das Ursprungsmoment der freien Softwarebewegung. Die emanzipatorischen Ursprünge gingen tatsächlich von der Idee aus, hier Software und Hardware frei zu machen und für alle zugänglich zu machen. Das lag eben daran, dass man nicht weiterkam, wenn man zum richtigen Zeitpunkt nicht Wissen geteilt hat. Und wir haben heute eine ganz andere Kultur, nämlich die des Projektmanagements, der hochgradigen Arbeitsteilung, die auch eine geschlechtermäßig extrem stratifizierte ist. Wir haben die Zuschreibungen und Zuteilungen von reproduktiver Arbeit, die Frauenarbeit sein soll und die sich eben im Weben der Webdesignerin fortsetzt. Zum anderen diese stark männlich konnotierte Besetzung von Erfindergeist, von dem, was Icarus nach sich zog und woran er sich letzten Endes auch verbrannte. Deshalb mag ich es auch ganz gerne, wenn man sieht, dass Kochen eine Form der sequentiellen Zubereitung von einem Nahrungsmittel nach einer kodierten Anweisung ist. Kochen und Kochen. Genau. Ja. Und die Zutaten, die sind dann ein gelistetes Array, das nach einem Zufallsprinzip randomly in die Suppe kommt. Ich verfolge natürlich eine weniger mit der Farbe schwarz konnotierte Geschichte des Hackens im Sinn von einer oppositionellen Gegenbewegung und einem Versuch, sich das, was proprietarisiert worden ist, im Bereich des Computerwissens neu anzueignen. Also es wäre die freundliche weiße Magie. Hexerin. Ja, das ist die Hexerin. Ja. Das ist genau die Hexerin. Cool. Und ich möchte hier vielleicht auch den Brückenschlag zu Silvia Federici machen, die eine ganz neue Deutung der Hexenfigur anregt. Das waren Frauen, die autark in der Allmende überleben konnten und infolgedessen für Patriarchat und Klerus so bedrohlich wurden, dass sie verbrannt werden mussten, weil sie im Kollektiv ihr Auskommen hatten. Man könnte jetzt Open Source mit Allmende analogisieren und diesen Kampf ums Freibleiben, dem Fortbestehen des Hexenwesens, diesmal mit AE geschrieben, vergleichen. Der Hacker in Filmen ist meistens männlich und weiß. Oft kommt er auch aus Russland oder slawophilen Zonen. Rumänien haben wir ja schon Rumänien gesehen. Natürlich immer aus dem Osten. Trubezkoi. Ich würde es eher historisch erklären. Ja. Also es gab die Tradition der polytechnischen Oberschule in ehemaligen osteuropäischen oder immer noch osteuropäischen, aber ehemals kommunistischen Ländern. Ja. Elektronik war Volkswissen. Vojislav Antonitsch hat in den 80er Jahren mit Galaxia den ersten Computer in Jugoslawien gebaut, wo die Bauteile aus der DDR kamen. Das war der populärste Volkscomputer, bevor von Apple überhaupt noch die Rede war.
Du hast mich gefragt, welche Schreibposition könnte das sein, die dahinter steckt. Es müssten mehrere Köpfe sein. Mir fiel Medusa ein. Janusköpfig, das ist mir fast zu dichotom gedacht. Das ist mir auch deutlich zu wenig. Ich habe auch gedacht, das ist eindeutig zu wenig. Also gefällt mir Medusa auch schon deutlich besser. Weil selbst Schlangen dürfen wir denken. Natürlich, ja. Und also ich habe auf jeden Fall mehrere Hüte. Ich mag auch, um diese Welt der harten Schwarz-Weiß-Kontraste immer wieder mal zu transzendieren, diese Formulierung Pink Hack. Also das sind feministische HackerInnen oder Hexen. Vielleicht habe ich neben einem weißen Hut auch noch einen pinken oder einen violetten. Was nochmal die denkende Maschine betrifft, die ist natürlich Chimäre. Das ist auch dann der Ausblick auf das letzte Kapitel im Buch, Sehen wie Tiresias. Denn er zählt ganz eindeutig zu den blinden Sehern. Er hat viel mit diesen Algorithmen, die wir immer wieder mit epistemischem Vermögen, mit Wissen, mit Selbsttätigkeit belehnen, zu tun und die aber letzten Endes Spekulation sind. Hier denkt natürlich ganz klein Subjekt, und das bin in dem Fall ich, diese Maschinen oder diesen Maschinenpark seit der industriellen Revolution bis hin zu seinen aktuellen Ausläufern. Hier wirkt nichts mit selbsttätigem Verstand. Ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, was die Faszination des Automatons ausmacht. Und ich habe die eigentlich in sich selbst bewegendem Kinderspielzeug am ersten zu sich kommen sehen. Ich höre das jetzt als eine wunderbare Selbstbeschreibung, die wahrscheinlich sehr viel sagt auch von sich. Also vom Demon bis zu dem Cronjobs. Also sich am Laufen halten und gleichzeitig aber sozusagen paradox gegen sich selbst intervenieren müssen. Genau. Ohne eigenes Zutun. Also das ist schon sehr schön, wie du das auf diese Ebene bringst und beschreibst. Letzten Endes sind es ja immer wieder die Störmomente und eben nicht funktionieren die Glitches, die interessieren. Und dort, wo eben Automatismen versagen. Das ist genau das, wo Angela Childs Intervention ansetzt, wo Thomas Drake zu opponieren begann, wo Bill Binney, der Thin Thread aufgedeckt hat, aufstehen musste. Das ist ja der große Aufschrei von Angela Childs. Das ist Chelsea Manning, die uns sagen musste, was in diesem Vorort von Bagdad tatsächlich passiert ist. Es ist letzten Endes auch Julian Assange, und es sind vielleicht viele Whistleblowerinnen, die uns etwas über die Zeitregime im Gesundheitswesen erzählen werden, im ganzen Pflegebereich, dort, wo eben unentgeltlich in vielen Fällen eben Care-Arbeit verrichtet wird. Und es sind vielleicht genau die, die über die patriarchale Gewalt in diesen Verhältnissen auch steckt, brechen werden müssen. Also das ist die Sache, die mich zurzeit interessiert. Mal sehen, was kommt, oder? Schön, ich danke dir, Barbara Elder, herzlichen Dank. Danke dir. Ciao. Sie finden den Podcast unter rlp.univ.ac.at und in Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Bewerten, aber vor allem fürs Zuhören.